Folge Nummer 64 von Avorion. Ja, wir hatten letztes Mal hier geguckt und er wollte, eine Master-Signatur war ja hier, haben aber nichts wirklich gefunden. Ich sehe jetzt auch nichts Besonderes mehr. Ja, da war ein Asteroid ausgewählt, ne? Aber sonst ist hier jetzt nicht das, was ich mir erwünsche. Wir haben einen riesen Sprungradius. Da gibt es auch noch eine Masse-Signatur, dann Koordinaten zum Navigationscomputer, ballern wir da mal rein. Und dann schauen wir, dass wir da hinkommen, oder? Wohnroute berechnet und wir fliegen darin. Schauen wir mal noch die Masse-Signatur da an. Ja, und dann würde ich mal gerne eigentlich so ein paar Piraten mal angreifen und da mal aufräumen. Ja, ich habe wieder keinen Faden, Thomas. Ist so. Wir müssen mal gucken, ne? Das war... Oh, wir sind gut geschoben. Der Boss ist beschäftigt. Verschwinde und dir wird nichts passieren. Wertvolle Objekte gefunden. Ja. Nee, ich wollte nicht verschwinden. Ich wollte mal aufräumen. Warte mal, der ist der nächste, oder? Piratenmutterschiff. Aber ist noch ein bisschen weit, ne? Unverwundbar. Wow. Naja, dann. Wieso unverwundbar? Okay, dann fliegen wir erstmal ein Stück weg hier. Wenn wir mal gerade ein bisschen aus der Reichweite von diesem Piratenmutterschiff kommen, oder? Dann kümmern wir uns mal um die anderen erst. Wer ist der nächste? Nö. Treffen ist Pflicht, ne? Da ist einer. Super Bandit. Feindselig im Krieg. Ist der obere Balken unser Rumpf, oder? So, da wollen wir jetzt mal ein bisschen was machen. Und jetzt noch den da. So, dann ist der noch drin. Ist auch ein super Bandit.
kommen noch ein paar mehr. Unser Schild ist gleich hin. Dann müssen wir erstmal ein Stück weg. Müssen wir erst den Schild ein bisschen heiler werden lassen, oder? Ja, da sind schon ein paar mehr da. Der war es nicht. Der auch nicht. Der ist es, den wir als erstes platt machen müssen. Okay. Okay, weiter geht's. Ein bisschen Abstand gewinnen. Und dann müssen wir einen anvisieren wieder. Nehmen wir den, das ist nur ein Pirat. So, und dann ist er jetzt gleich kaputt. Aber jetzt sind wir ohne Schild. So, jetzt müssen wir mehr aufpassen. Lass unser Schild erstmal wiederkommen. Das Piratenmutterschiff, ne? Da oben ist noch eine Nachricht. Sind es nur noch drei? Bandit, Bandit und Pirat. Der kommt näher. Schild ist wieder oben, aber das ist noch zu schwach. Wir müssen noch ein bisschen rumzappeln. Der 30, der 29, also ist der nächste zurzeit. Kurz mal ranfliegen. Hier müssen wir mal so ein paar Teile ansammeln. Das hatten wir schon die ganze Zeit nicht gemacht. Ne, Scanner-Upgrade und Elektropolisierer oder so ähnliches. Okay.
Und du bist jetzt der Vorletzte. Nee, der Letzte, das Mutterschiff ist ja noch da. Ach, die kommen immer mehr. Da kommen immer mehr. Dann haben wir da wenig Möglichkeiten, die loszuwerden, ne? Naja, dann bringt das hier nichts, ne? Piratenmutterschiff. Hülle 100%. Tja, was kann man mit so einem Vieh da machen oder so einer Station da machen? Unverwundbar. Der Thomas, der weiß das bestimmt schon. Ne, unverwundbar ist er jetzt nicht mehr, oder? Jetzt müssen wir nur gerade weg, weil unser Schild ist wieder down. Ja. Unverwundbar war es jetzt, glaube ich, nicht, oder? Das stand da nicht mehr. Ich glaube, wir haben denen gezeigt schon, wo der Hammer hängt. Pirat. Keine Fracht. Kommt näher. Großpirate. Kommt auch näher. Können wir hier schon reparieren was? Du kannst ihn hier reparieren, wenn du Feinde in der Nähe sind. Ach, Feinde sind jetzt in der Nähe. Früher war das so, Dingens, nicht Feinde in der Nähe, sondern früher war nur eine Zeitangabe, ne? Glaube ich. Aber jetzt baut das Schild ja schon mal schneller auf, ne? Ja, die kommen näher wieder. Schild ist jetzt ein bisschen besser unterwegs schon. ...54, 46, 45. Gut, dann bist du der Erste, den wir jetzt mal catchen. Okay, da sind wir schon vorbei. Okay, jetzt müssen wir weg, da sind wir im Kreuzfeuer, das ist nicht gut. Okay. Schild ist auch gleich wieder leer. Der ist näher. Dann nehmen wir erst den. Okay, Schild ist alle. Komm, einmal noch. Gut. So, hier ist weg. So, Schild müsste mal irgendwann wiederkommen, aber oh, hört gar nicht auf. Das werden immer mehr.
Da hat man keine Chance. Okay. Vielleicht muss man erst das Mutterschiff erwischen, dass das was bringt. Müssen wir mal gucken, oder? Da ist ein schöner Asteroid drin, oder? Kann er sein? Unser Schild kommt gerade wieder. So wie das Piratenmutterschiff wieder ausgewählt. Okay, das hat jetzt nichts gebracht, jetzt müssen wir weg. Aber jetzt bewegt sich das Piratenmutterschiff. Ja, vorher stand das ja still, ne? Er hat auch 96,4%, also so ist nicht. Ist jetzt nicht so, dass wir nichts erreichen könnten. Aber wir müssen erst das Schild haben. Haben wir denn noch was im Inventar hier zum Einbauen an Waffen? Vierfach Kanonengeschützturm. Der geht da nicht hin. Bergbau, Bergbau. Der Maschinengeschützturm, der geht da hin. Nicht genügend Slots frei. Dann mal kurz hier reingeschaut. Der ist fest installiert, ne? Ja. Okay. Dann geht das halt nicht, ne? Piratenmutterschiff. Keine Fracht kommt auf uns zu. Schild kommt hoch. Jetzt haut's einfach ab, ne? Ah, okay, das bringt jetzt gerade nichts, weil unser Schild down ist. Wir müssen da weg, aber wir sind jetzt schon bei 87,6%. Wir haben den schon was runtergekickt. Ja. Müssen wir mal schauen. Ups, da war eine Pause drin. Wo ist das Mutterschiff? Da ist es. Schild kommt gerade wieder hoch. Da sind welche und da sind welche. Jetzt ist die Frage, sind das die Piraten, die gegeneinander kämpfen, oder sind das andere Piraten? Kriegen die sich gerade in der Köppe? Die Smoknagil-Piraten? Ne, sind alles die gleichen, ne?
Ich glaube, dem hauen wir jetzt besser ab, ne? Ja, und der hat uns auch nicht mehr im Visier. 84% noch. Als das Piratenmutterschiff. Ja, da kommen jetzt zu viele Torpedos rein, ne? Das bringt mir jetzt nicht so wirklich weiter, oder? Okay, wir können den immer abhauen, aber das bringt uns jetzt gerade nichts. Prozent. Gut. Der Torpedo ist immer noch im Anflug. Ja, nützt nichts. Ich glaube, wir machen hier erstmal einen Cut. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt ihr mit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.